Trump Trade. Ist jetzt nach dem versuchten Attentat von Donald Trump der Weg ins Weiße Haus frei? Und was würde ein US-Präsident Trump für die Börsen bedeuten? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank hier an der Frankfurter Börse. Hallo. Ich begrüße Sie auch, Rico. Herr Trump wollte ich schon sagen. Herr Halver. Nein, so weit sind wir noch nicht. Herr Halver, der Trump Trade liest man jetzt auch gerade überall. Gerade die US-Börsen sind auch nach dem Attentat ins Plus gegangen. Geht man jetzt umso mehr davon aus, dass Donald Trump US-Präsident wird? Ja, Sie haben ja den Attentat auf ihn genannt, ja, das zum Glück schiefgegangen ist. Ja, natürlich, die Amerikaner lieben ja die Helden, ja, und er wird auf jeden Fall Präsident. Ich glaube nicht, dass man ihm das nehmen kann, weil ja auch die Demokraten wahrscheinlich keinen Ersatzkandidaten mehr aufstellen. Wer will sich denn in das Rennen schmeißen, wenn das Rennen verloren ist? Und ich glaube sogar, es gibt gute Chancen, dass er auch in beiden Häusern des Kongresses, Repräsentanten und Senat, im besten Fall aus seiner Sicht sogar eine Mehrheit bekommen könnte. Da könnte er durchregieren, könnte seine Agenda, seine Wirtschaftsagenda, Steuererleichterung, Liberalisierung, Handelspolitik sicherlich auch und Protektionismus durchsetzen. Das käme sicherlich den amerikanischen Aktienmärkten auf jeden Fall in der zweiten Reihe vor allen Dingen zugute. Ja, was genau würde ein US-Präsident Trump für Börsen und vielleicht auch für die Weltwirtschaft bedeuten? Für Amerika sehr Positives. Die Steuern, ich habe es genannt, Steuern werden gesenkt, die Wirtschaft wird erleichtert. Es gibt wieder mehr fossile Energieträger. Ja, aus ökologischer Sicht vielleicht nicht gerade prickelnd, aber so ist eben Amerika. Vor allen Dingen die zweite Reihe, also die Werte, die Old Economy sind, die Industriewerte, auch die Gesundheitswerte, Kommunikationswerte, Finanzen, Banken, Versicherungen, Verteidigung. Die von der Liberalisierung natürlich dann profitieren. Die werden dann nach oben gehen. Wir sehen ja schon in letzter Zeit, Trump Trade oder Double T, wie es nennen möchte, hat das schon dafür gesorgt, dass der Nasdaq eben nicht mehr einzig ist, ja, sondern dass eben Russell 2000 diese Nebenwerte auch langsam dann kommen. Und sie sind ja sehr billig, haben Nachholpotenzial. Für Europa ist zunächst mal nicht positiv, weil natürlich dann ein Durchregieren einer neuen US-Administration dazu führt, dass man natürlich dann auch Zölle durchknallen kann, ohne dass die Demokraten gefragt werden müssen. Aber Europa wird insofern sekundär profitieren, weil ja natürlich in Vorstandsetagen darüber diskutiert wird, was heißt das jetzt für uns. Und der Königsweg wird sein, man wird mehr in Amerika investieren. Und wenn man Herrn Trump den Hof macht, dann wird er keine Zölle gegen diese Unternehmen erheben. Ja, und wir haben ja auch schon gesehen, der Dow Jones ist dann auch nochmal deutlich gestiegen, deutlich über die 40.000 Punkte Marke, ein neues Rekordhoch. Sind die US-Börsen auch einfach in einem Wahljahr sehr stark? Ja, das sagt man ja immer, aber man guckt natürlich, was passiert hier, wenn eben Amerika sich dramatisch reindustrialisiert, auch mit Schulden, das muss man dazu sagen. Ich glaube nicht, dass Herr Trump zum Sparpräsidenten wird, der wird richtig investiert, aber zum Wohle der Wirtschaft, der Standortfaktoren. Und dann kann man gegen Verschuldung weniger haben. Das wäre auch ja meine, ist auch immer meine Rede für Deutschland, dass man Schuldenbremsen dann lockert, wenn man was für die Wirtschaft tut. Das wird natürlich dann auch den Boden, den Nährboden für die amerikanischen Aktienmärkte auf jeden Fall dann positiv weiter bestimmen. Sie haben den Dow Jones genannt, der auch immer noch zyklisch ist. Ja. Der kann auch weiter davon profitieren. Also von daher gehe ich davon aus, dass es weiterläuft für den amerikanischen Aktienmarkt. Gehören denn US-Aktien jetzt ins Depot und wenn ja, eher als ETF? Da gibt es ja die bekannten MSCI World zum Beispiel. Oder sollte man auf Einzelaktien gucken und da sind ja auch diese Magnificent Seven, die großen Tech-Konzerne. Ja, warum nicht alles drei? Natürlich, Hightech hat nach wie vor ein Geschäftsmodell, das stimmig ist, aber da werden wir mehr Volatilitäten sehen. Ja? Also wenn da mal eine Enttäuschung kommt, da gibt's auch mal, da wird auch mal der Hammer kreisen sozusagen, da wird auch mal zugeschnitten, ja? Gibt es einen Haircut wie damals bei Griechenland, sage ich mal. Aber es gibt eben das Auffangbecken, das ist positiv, dass die zweite Reihe, das Zyklische, die Old Economy da ist. Also von daher muss man keine Angst haben, dass der Aktienmarkt dramatisch nachgibt. Wir sehen ja einen gewissen Trend auch in diese wirtschaftsnahen, kultursensiblen Sektoren. Und von daher sollte man dem Aktienmarkt treu bleiben. Hightech, ja, wenn sie runterkommen, nachkaufen. Auch die zweite Hightech-Reihe ETFs, das ist nichts gegen zu sagen. Also das, wie nennt man das schön, das Brot-und-Butter-Investment. Aber durch die Einzelwerte auch. Die kann man sich auch in den genannten Sektoren, ich nenne sie gerne nochmal im Finanzbereich, im Bankbereich, Versicherungsbereich, Verteidigung ist natürlich immer sehr wichtig für Republikaner, Industriebereiche, Grundstoffe, Energie, fossile Energieträger. Wie gesagt, wir reden hier nicht über Ökologie, sondern über die reale Politik eines neuen wahrscheinlichen US-Präsidenten. Da sollte man auch sicherlich zulangen können. Ich glaube, längerfristig macht sich das bewährt. Also es wird nicht langweilig und die Börsen spiegeln das wahre Leben wieder. Also haben wir wieder viel zu besprechen.
Dankeschön an Robert Halber von der Baader Bank und danke schön an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch jetzt auch den Kanal.